Salome war der erste große Wurf im Opernschaffen von Richard Strauss. Und was die kompositorische Erfindungskraft und die klangliche Atmosphäre angeht, fraglos ein Höhepunkt. Raffiniert und mit einer heute noch erstaunlichen Kühnheit hat Strauss hier Ausdrucksformen der Dekadenz, der Auflösung jeglicher sittlicher Begriffe, auf die Bühne gebracht. Und dennoch verfolgte Richard Strauss mit diesem morschen Zeitbild, mit der erotisch zugespitzten Trunkenheit der Salome-Welt, keine moralischen Akzentuierungen. Vielmehr liegt seiner poetisch-vitalen Musik, dieser geistig-sinnlichen Klangszenerie, ein ungeheures Verlangen nach Schönheit zugrunde. Ich will dich nicht anhören, ich höre nur, aber ich stimme das Hören meines Gottes. Salome und Johanna an. Zwei einsame Menschen beginnen sich hier zu entdecken, hätten vielleicht sogar zu Wahlverwandten werden können. Doch während sie bei ihm Halt zu finden versucht, rettet er sich zu Gott. Und so endet eine mögliche gemeinsame Spur in Zerstörung und Hass und wird zu einer Reise in den Tod.